Freunde, willkommen zurück zu Dark Souls 3, wo wir uns gegen einen Boss ziemlich dämlich anstellen und uns rein theoretisch immer noch über Religion unterhalten, was ich recht interessant finde. Was soll ich sagen? Ich weiß zwar nicht, warum ich gerade so scheiße spiele, aber ich tue es. Quite a pickle indeed. Nee, aber um nochmal auf das letzte Thema so ein bisschen zu sprechen zu kommen, weil ich habe ja, ich weiß nicht, was ich da alles gelabert habe, aber es war alles Müll. Also, ja, Land auf mir drauf. Ist so. Meine Fresse, nervt nicht, Mann. Nee. Religion und so. So, wir haben uns ja drüber unterhalten, dass ich Religion größtenteils nicht verstehe. Und dass für mich die Naturgötter so gesehen am meisten Sinn machen. So. Das ist so ziemlich alles, was aus der letzten Folge hervorgegangen ist. Und dass ich mich halt noch über Religionen, über ein paar Religionen lustig gemacht habe. Das ist, glaube ich, so ziemlich alles, was dabei rumgesprungen ist. So, gut, Religion. Ich wurde katholisch getauft. Ganz normal in der Kirche, wurde vom Priester halber ersoffen. Katholische Taufe. So, gut, jetzt hole ich mir erstmal meine Seelen, weil das sind, glaube ich, an die 33.000. Na, 36, oder? Ja. War schon mal ein guter Anfang. Auf anzuvisieren. Backstab dieser. So. Meine Fresse. Ich wurde halt katholisch getauft. Ich hatte mit 10 meine Konfirm. Nee, nicht Konfirmation. Mit 10 hatte ich meine. Ach Gott, wie heißt denn das nochmal? Ich hab komplett vergessen, wie das heißt. Irgend so ein Brauch, den man da halt macht, so wie an dem Acker. Das habe ich gemacht und ich habe auch meine Konfirmation. Meine Firmung habe ich durchgezogen. So jetzt. Firmung ist ja bei den Katholiken und Konfirmation bei den Evangelien. Ich habe das halt beides durchgezogen, ne? So wie das halt normal ist, sag ich mal. Und ja. Das war's eigentlich so ziemlich. Ich sollte jetzt nicht sterben, wenn ich es vermeiden kann. Ja, also wie gesagt, das war's eigentlich so ziemlich dann. Dann habe ich so mit Religion eigentlich fast nichts mehr am Hut gehabt. Also klar, das immer mal wieder das von wegen, ja hey, hier schon mal, was weiß ich, meine Cousine hat ihre Konfirmation, mein Cousin hat seine Konfirmation, wie schaut's aus, kommst du auch, wir gehen dann noch essen und so. Und da sage ich mir, hey, ja komm, warum nicht? Familie kommt zusammen, finde ich persönlich immer ganz cool so, weil da sehe ich immer die Familie von der Seite von meinem Opa, die Oma und so weiter, ne? Sieht man halt eine ganze Menge Leute, finde ich persönlich cool, macht Laune. Mit den meisten kann man sich ziemlich gut unterhalten. Ach ja, Leute, hört auf mich zu stunlocken, verdammte Scheiße. Und kommt zu mir, ich schwöre nicht. Jetzt soll ich einfach mal aufhören, den Schwert zu schwärmen, und einfach aufkloppen, wie so ein. Ja, also. Ich weiß nicht, das meiste davon war eigentlich immer nur so, ja, komm, die Familie kommt zusammen, hast du Bock, bist du dabei, was du für deine Welt jetzt so. Da feiert man dann halt schön, ist mit der Familie zusammen, hat seinen Spaß, kloppt vielleicht 5 Kilo Fleisch noch runter, hat ja nicht besseres zu tun so. Und dann geht man wieder nach Hause. Der Cousin oder die Cousine konfirmiert. Die Familie hat sich zusammengefunden, alle haben sich gefreut, ich werde gestunlockt und
dann geht man auch. So. Dann könnt ihr aufhören mit dem Scheiß machen. Gut, dann starten wir. Was machst du hier hinten? Bleib du hier hinten, du startest jetzt. So, probieren wir es mal. Und das hat einen feuchten Scheiß gebracht. Sehr gut. Ich habe gedacht, ich outplay jetzt mal so ein bisschen das Game und ich werde eingeladen. Ich bin gerade am Aufnehmen, Nico. Geht mir nicht auf den Keks. Ja, ne? Das war es meistens halt so. Und ich weiß nicht, irgendwie dieses ganze Religiöse, das hat auch so ein bisschen sein Ding verloren. Ne? Ich habe das schon mal in der Folge erwähnt, dass ich es irgendwie dumm finde, dass so gerade so Konfirmation, Firmung, etc. Ich glaube bei den Juden, der jüdische Glauben. Nico, hör auf, mich zuzuspammen, Mann, ich bin am Aufnehmen. Ich glaube bei den Jüdischen müsste es gewesen sein. In der jüdischen Religion, fragt mich nicht, wie sie heißt, ich weiß es gerade nicht. Müsste es ja eigentlich auch so sein, dass es so eine Art Zeremonie, Fest gibt, die dafür da ist, so, ja, hey, du bist jetzt erwachsen und, ne. Und da springt halt auch Kohle bei rum. Und ich persönlich sag nicht, dass es schlecht ist, dass Kohle bei rumspringt, für gerade Konfirmation jetzt, wie bei Mark, meinem Cousin. Weil das Geld kommt ja auch mit der Hinsicht so, ja, hey, schau mal, damit kannst du dir, was weiß ich, das kannst du jetzt, keine Ahnung, ansparen auf Führerschein, kannst dir damit was Schönes kaufen, was weiß ich, eine Xbox One oder so, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, wenn du Musik interessiert bist, kaufst dir, was weiß ich, ein Schlagzeug oder eine neue Gitarre oder sowas. Das ist ja deine Entscheidung, was du dann schließlich und endlich damit machst. Und ja, ne? Irgendwie, gerade in der jüngeren Generation, ist mir aufgefallen, das läuft immer mehr hinaus auf dieses, ja, hey, schau mal, ich habe so und so viel Geld bekommen, Mann. Ich bin voll der Pro, Mann. Ich bin voll geil. Ich kann mir da jetzt voll geiles Zeug leisten, so. Und das ist der einzige Grund, warum sie es machen. Warum sie sich konfirmieren lassen und so. Ändere mal gerade ein bisschen die Rüstung für ein bisschen mehr Feuer-Defense. So. Weil ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Feuerbälle Schaden machen, aber na, ein bisschen Defense kann nicht schaden, dann machen sie noch weniger Schaden. Und ich bin overburdened, heißt, ich lege den Bogen ab, den brauche ich gerade eh nicht. Ja, komm, ich mache den Bogen, ich mach den Boss mit Bogen only. Vergesst das. Nee, aber ja, wie gesagt, ich irgendwie, das ist halt irgendwie so darauf hinausgelaufen, so von wegen, hey, Alter, ich habe voll viel Geld bekommen, Mann, voll geil. Und das ist alles. Und dann denken sie sich, okay, ja, schön, ich bin jetzt konfirmiert, habe ich nichts von. Okay, ja. Und da denke ich mir dann auch bloß, ja, gut, ne? Doof. Oh, warte mal. Habe ich den? Ne, ich glaube, den Fluchbissring findet man später. Es gibt das, schade. Na gut. ja, das. Mehr ist das nicht. Das ist. Ich krieg Geld. Punkt. Die interessiert nicht, was. Die haben kein großes Interesse mehr wirklich. Also die meisten an ihrer Religion oder an Religion allgemein. Und, Alter! Meine Fresse! Boah! Geht mir nicht auf den Keks! Ich habe noch nie so Probleme mit dem Boss. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht mit. Ja, komm! Ist in Ordnung! Und ich habe 40.000 Seelen verloren. Sehr geil. Ja! Gut! Mann! Es geht knapp. Gott.
Mann, warum bin ich so schlecht? Es geht knapp. Soll ja Scheiß. Ich fühle mich verarscht. Nee, aber, ja, ich weiß nicht. Ich persönlich, ich finde das dumm. Weil, ich meine, gut, Geld will jeder. Ich meine, das haben wir letztes Thema ja auch schon angesprochen. Um Geld dreht sich die Welt. Und ja, ne, damit hat sich die Sache erledigt für die meisten Leute. So. Und da denke ich mir dann auch bloß, okay, ja, du mich auch. So. Und es gibt einfach viel zu wenig Leute, egal ob jung oder auch alt, die sagen, ja, hey, Religion ist mir wirklich wichtig. Ich glaube dran, weil ich dran glaube. Und weil ich mir erhoffe, dass, wenn ich dann halt irgendwann mal abtrete, dass ich im Himmel lande oder ähnliches. Jetzt gerade hier persönlich, wie gesagt, hier nordisch, ne? Wenn du stirbst, ich glaube nur, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn du im Kampf stirbst, reist du nach Valhalla auf. Und ja, hast da ein riesen Festmahl mit allen möglichen Göttern und ja, voll cool und so. Und ja, ne? Also irgendwie, da kann ich sagen, okay Leute, hey, ihr glaubt dran, ihr wollt schauen, dass ihr im Afterlife so gesehen weiter, dass ihr wisst, was im Afterlife abgeht. Und das finde ich voll in Ordnung. Und warum hat der das mit Katar gemacht? Auf jeden Fall, ne? Da sind wir dann halt wieder dabei, hey Leute, glaubt an, was ihr glauben wollt, aber geht mir damit nicht auf den Keks. Ich find's persönlich sehr geil, mich über Religion zu unterhalten. So, weil ich es interessant finde, was es alles für Religionen gibt. An was die Leute alles glauben können, so. Finde ich alles sehr interessant, auch die verschiedenen Himmel aussehen und was damit nicht alles zu tun hat und was damit nicht alles zusammenhängt. Finde ich alles persönlich recht cool, ist alles sehr interessant für mich, aber ich weiß nicht, persönlich kann ich mit keiner Religion großartig anfreunden. Also wenn ich mich jetzt mit einer Religion anfreunden müsste, wäre das, also die würde mir persönlich gerade so, wenn ich mich jetzt für eine Religion entscheiden müsste, würde ich sagen, nordisch. Hier, Odin, Thor, Naturgötter, ne, sowas. Das macht Sinn für mich. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus, klingt jetzt auch wieder scheiße. Aber im Sinne von, ja hey, das sind Männer, Frauen und, ne, und die stehen halt für ihren Glauben ein. Für ihre Gottheiten stehen sie ein, die im Großen kommen. Ich will die blauen weg haben, die nerven mich am meisten. Und das finde ich sehr respektabel, sehr, sehr krass, dass Leute immer da sagen können, okay, hey, ich glaube daran. Wenn ich sterbe, fahre ich nach, in dem Fall nach Valhalla auf. Und ja, Alter, Leute, hört mich auf zu stunnen, ich krieg's kotzen. Mann, das wird ein Rage-Part oder was? Alter, Nico, geh mir nicht auf den Keks! Ah! Du stirbst nicht nochmal. Ich bin tot, ich bin so gut wie tot, oh mein Gott. Sauf das erste Mal. Wow. So schlecht habe ich mich noch nie angestellt hier. Das ist das erste Mal und ich hoffe das letzte Mal. Oh, war das knapp! What? Mich zu verfolgen und zu stunnen, Mann! Boah, ich komme zu nix!
So, jetzt ein bisschen Ruhe hier. Stirb, stirb, stirb. Danke. Boah, meine Fresse. Wow, meine Herren. Ah, zum Glück sind meine ganzen Nachbarn arbeiten. Meine Herren. Boah. Okay. So. Jetzt haben wir das auch hinter uns. Okay, gut. So, hier liegt was. Was liegt denn hier? Ach, die Rüstung von dem. Okay. Wir haben die Rüstung vom Papst erhalten. Ohne Panzerglas. Finde ich doof. Ja. Also wie gesagt, Religion und Menschen, die glauben, sollen so machen. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon zum 5. Mal oder so gesagt. Und deswegen wiederhole ich es nochmal. Nee, also glaubt, was ihr glauben wollt. Geht anderen damit nicht auf den Keks. Und vor allem seid nicht so Leute, die sagen, ja, hey, ich habe gehört, der und der glaubt an hier, was weiß ich, jetzt gerade. In der heutigen Gesellschaft ist es ja auch schon eher unnormal, an die nordischen Gottheiten zu glauben. Deswegen, hey, ich habe gehört, der glaubt hier an Odin und Thor und so. Und irgendwas stimmt doch bei dem nicht. Also seid nicht so, seid einfach keine Arschlöcher, Punkt. Also wirklich, so schwer ist es nicht. Man unterhält sich ganz normal, man kann sich ganz normal unterhalten, kann eine ganz normale Unterhaltung führen. Ohne irgendwie gleich, ja, hey, nee, du bist falsch, Mann. Oder ähnlichen Bullshit. Alles unnötig, alles dumm. Haltet mit anderen Leuten, egal wie weit eure, ach Gott, wie heißt's, eure, entweder euer Glauben, eure Einstellungen oder auch, an eure Gedanken so. Eigentlich ist es scheißegal, was ihr glaubt, was ihr denkt. Macht andere nicht runter, nur weil sie was anderes glauben. Oder denken. Oder, ne? Muss nicht sein. Das sind auch nur ganz normale Menschen wie ihr auch. Aber. Und, die haben euch nicht getan und, ihr müsst denen auch nichts tun, so. Ne? Also es ist nicht wirklich schwer so. Aber sehr, sehr viele Leute verstehen das nicht, was ich echt schade finde, weil, ne? Wir könnten in einer viel besseren Gesellschaft leben, wenn nicht jeder nur auf zwei Sachen fixiert wäre. Aber viele Menschen verstehen das schlichtweg nicht. Deswegen müssen wir einfach mal in den Rücken stoßen. Am besten mit einer helle Bade. Nee. Nee, also. Ne? Gesellschaft, das ist ja allgemein so ein Thema. Das ist überhaupt so ein Thema, ne? So, ja, hier in Deutschland, wir leben in einer Gesellschaft, die sich sagt, okay, ey, wir sind ein recht internationales Völkchen, so. Hat man jetzt auch wieder gesehen, wo wir jetzt gerade zum Beispiel jetzt den Immigranten geholfen haben und so. Wenn ich irgendwelche Scheiße verzapfe, tut's mir leid, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut, was Politik und all so eine Scherze angeht. Und tschüss. Ah. Also ich bin da überhaupt nicht gut drin, also wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß verzapfe, tut's mir leid, ihr wisst Bescheid. Nee, aber... So, wir haben jetzt einige, ich glaube eine Million Immigranten oder sowas aufgenommen. So, das ist an und für sich eine recht schöne Geste. Das ist so ein bisschen Zusammenhalt der Menschen und man versucht sich gegenseitig zu helfen. So. Ja, das ist in Ordnung so. Kann man so stehen lassen. Finde ich in Ordnung, kann man machen. Aber sehr, sehr viele Leute beschweren sich ja dann, weil sie sagen, ja, gut. Mal tschüss. Sehr, sehr viele Leute beschweren sich ja dann auch, weil sie sagen, hey, Arbeitsplätze, Steuergelder, überall wird gebaut. Gut, das stimmt. Von dem anderen Zeug habe ich keine Ahnung.
Und ja, und tschüss. Also das, das hier oben ist so, das ist ein optionales Gebiet, hier gibt es keinen Boss oder so, aber hier gibt es einen Edelstein, mit dem ihr eine Waffe auf gesegnet ziehen könnt. Gesegnete Waffen skalieren auf Glaube und skalieren auf Glaube und geben euch HP langsam wieder. Wisst ihr Bescheid. So. Ja, aber ich finde das an, also ja, ne? Wenn es dann anfängt so von wegen, ja, hey, die kosten zu viel Geld und alles ist scheiße und die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg und weiß der Geier, was da noch für Antworten kommen und so. Ja, ne? Was war das jetzt schon? Ach, der hat eine Armbrust. Ne? Und sehr viele Leute sagen dann halt, ja, hey, das ist voll scheiße. Und die tun, die bringen uns doch eh nichts, die integrieren sich doch eh niemals. Und also ein dummes Lettengeschwätz, ne? Nicht runterfallen, das wäre jetzt doof. Nein, hoch, knapp. Warum kannst du nicht runterfallen, Mann? Ihr fallt sonst immer runter. Meine Fresse. So, friss. Geh mir nicht auf Keks. Mann. Ich will doch nur in Ruhe über was reden, Mann. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? 3 Minuten. Ja, ne? Also, ich persönlich bin der Meinung, Menschen sollten einfach lernen, besser zusammenzuhalten. So im Allgemeinen. Scheiß auf Rasse, scheiß auf Hautfarbe, scheiß auf Ansichtsweisen. Scheiß doch drauf. Wir sind alle Menschen. Bei uns allen fließt Blut durch die Adern. Wir alle sind irgendwo doof manchmal. Und wir alle haben so unsere Sachen, Träume, Hoffnungen, etc. Also, warum muss man sich deswegen so kaputt machen gegenseitig? Kriege und etc. und bla und blub. Ich find's dumm. Mann! Wacht doch mal auf, Leute. So, und hier haben wir jetzt die Drecksau-Patches. Ah? Yes, hello. Oh, I don't believe we've met. I'm Patches. Unbreakable Patches. You seem to be unkindled. Do you have business with me? Du weißt, wer ich bin. Oh, oh, yes, of course. It's coming back to me now. Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. But the deed, well, that was the armor's doing. Regrettable, truly. But behold, I'm stripped clean of that unruly attire. Look at you. Not a scratch. All's well that ends well, right? Yes, we'll be fine. I can tell. It's that rotten curse. It is. The untidy mess. Ja, genau. Kniefall. Ja, Mensch. Oh, yes. Now, it wasn't me. But you still deserve an apology. Just a little trinket. Go ahead. It's yours now. Yay, vielen Dank. You should know, I'm a kind of traveling merchant. If you're as unkindled as you look, you'll find plenty of good stuff. Ah, okay, dann kann man schon jetzt schon bei ihm kaufen. So, bei ihm kann man jetzt natürlich die Onion Bro Rüstung holen. Das werden wir gleich mal machen. Muss ich später nicht tun. Und ich habe gerade die Seelen dafür. Oh, Schotel kann man sich auch bei ihm holen. Den Schwingenspeer, das Schild. Rostige Münzen kann man sich bei ihm holen, Feuerbomben, menschliches Harz, Köderschädel. Also er hat ein paar coole Sachen, es lohnt sich schon, ihn dabei zu haben. So im Allgemeinen, aber, ne? Er ist halt immer noch der gleiche Drecksack wie damals, dieser Pisser. Mann! Thanks, good cop. Ja, gern geschehen. Wir sehen uns eh später wieder, du Drecksack. Soll ich die Folge doch noch ein bisschen länger machen?
Jetzt wären wir 25. Ja, komm, das nächste Leuchtfeuer ist gleich da oben, also bitte. Machen wir die Folge ein bisschen länger. So. Jetzt werden wir hier gleich angegriffen von sehr, sehr vielen Maden. Die natürlich nicht viel aushalten, so. Und auch nicht wirklich viel Schaden machen, so. Aber naja. Den Mage killen wir aber trotzdem. Ja, komm, fallt! Fallt meine Maden! Oh, das sind ein paar mehr, als ich erwartet hatte. Oder als ich in Erinnerung hatte. Ja, nein. Der hier greift euch nicht an, übrigens, nur dass ihr Bescheid wisst. Alter, hört auf mit den scheiß Bodychecks! Ah, Pokémon! Sein oder so. Oh, hey, geil. Ich glaube nicht, dass ich eine Fackel dabei habe. Oh, da habe ich eine Fackel dabei. Ja, habe ich sogar. Haha. Leute, passt mal auf. Wenn ihr hier von Maden angeknabbert werdet, so wie ich hier gerade. Ich habe euch das schon mal gezeigt mit dem roten, mit diesem roten Moos. So, wir sind von Maden angefressen. So, und wenn wir jetzt die Fackel auspacken, lass uns einfach los. Allerdings heilt das nicht die Blutung. Ne? Aber auch so ein recht interessanter Tipp, den ihr euch mal merken könnt. Wenn ihr keine roten Moosklumpen haben solltet. So, der Kollege greift uns zwar nicht an, aber der hat ein schönes Item, was ich haben will. Friss. So, der rote Symbolspeckstein. Damit können wir invaden. Beziehungsweise damit können wir unser Zeichen legen. Was uns erlaubt, als rotes Phantom in die Welt eines Hosts einzudringen und ein PvP-Match mit ihm zu starten. So, gut. Jetzt sind wir hier. Das hier ist Rosarias Schlafgemach. Rosaria ist eine Eid. Also Rosarias Finger ist ein Eid. Leuchtfeuer. So. Hier drüben finden wir auch die Rüstung von unserem Freund Kirk, der uns letzte Folge in... vorletzte Folge invasiert hat. Die Dornrüstung, wenn wir mit der in jemanden reinrollen, kriegt der Schaden. Und ja, ne? Ich habe das Ganze zwar immer noch nicht wirklich zu einem Punkt gebracht, aber ich glaube, das ist das Beste, was ich gerade rausholen kann. Also das hier ist Rosaria. Wie gesagt, der hier könnt ihr ein Eid beitreten. So. Eid leisten zu dürfen, können wir machen, werde ich aber nicht. So, das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich habe auf meinem Glückscharakter habe ich Ding gefunden, den Finstermond-Eid, beziehungsweise ich wusste schon, wo er war, aber ich habe jetzt gefunden, ich habe es geschafft beizutreten irgendwie. Und das würde ich eigentlich gerne in diesem Let's Play auch zeigen, weil ich finde den Dialog... Also den Dialog, die Eidfrau, die er dann gibt, den finde ich ultra geil, Mann. Den finde ich ultra geil. Boah. Naja, auf jeden Fall. Tja, ne? Wisst ihr Bescheid. Die Seele von dem Ding werde ich wahrscheinlich benutzen, weil daraus kann man sich entweder den Kerzenhalter des Klerikers machen oder so. Irgend so ein dolchmäßiges Ding, mit dem ihr, glaube ich, auch casten könnt. Aha, Dark Soul. Ja, bin ich. Hier, pass mal auf. Also wir können uns hier Tiefenseele machen, das ist ein Zauber. Ich gehe nicht auf Zauber. Und hier haben wir den Kerzenhalter des Klerikers. Ein Kerzenhalter, der sowohl als Schwert als auch als Beschleuniger dient. Und von den Diakonen des Abgrunds für Messen genutzt wird. Ja, das habe ich gemerkt, nachdem das Ding 50 Mal in mich reingesteckt wurde. Unter Anleitung des Erzdiakons McDonald. Entschuldigung, unter der Anleitung des Papstes wurden sie gleichermaßen zu Geistlichen und Zauberern. Fertigkeit Wegweisung, eine Kerze erleuchtet kurzzeitig die Umgebung und bietet zusätzliche Wegweisung. Ist das, was ich denke, was es ist? Wo ist denn das Ding jetzt? Irgendwo hier oben. Hier. Kerzenhalter des Klerikers. So.
Sieht aus wie ein Kurzschwert. Schwingt sich wie ein Kurzschwert. Wie gesagt, Carsten kann es auch. Aber ich glaube sogar nur Spells. Gefühlt, gerade. Auf jeden Fall, wenn ihr das Ding zweihändig nehmt und die Fertigkeit. Oh, jetzt. Das ist jetzt nicht der Scheiß-Ernst von der Waffe, oder? Wow. Ich habe das Wunder erwartet, Wegweisung. Was euch erlaubt, mehr Rufzeichen zu sehen. Und noch ein paar andere Scherze. Dass ihr, ich glaube, ihr könnt damit sogar Phantomen rufen, ohne eine Glut benutzt zu haben und so weiter. Okay. Das habe ich jetzt erwartet. Ich habe nicht gedacht, dass das Ding einfach angeht und ein bisschen Licht macht. Wow. Wow. Habe ich da irgendwas? Nö. Na gut. Lassen wir es bleiben, Mann. Also, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Darksouls 3. Wenn es denn wieder heißt, Prepare to Die. Stay frosty, stay awesome, bis zum nächsten Mal und warum habe ich mich nicht verbeugt?